Hallo liebe YouTube-Community, heute habe ich ein wieder neues Tutorial von einem neuen Mod, Pixelmon. Das ist wie Pokémon. Ich finde den Mod richtig geil. Ich habe den jetzt den ganzen Tag einfach nur durchgesuchtet. Ihr kennt bestimmt alle Pokémon. Jeder hat den bestimmt auf dem Nintendo DS oder GameCube, naja, nicht GameCube, Game Boy Advance gespielt. Dieses Spiel ist einfach geil, man muss es spielen. Auf jeden Fall, ich zeige euch gleich einfach mal schnell die Internetseiten, weil ich möchte sofort weiterspielen. Und zwar, hier wäre die Seite. Ich werde es natürlich auch unten in die Videobeschreibung hineinpacken. Ihr klickt auf Download, dann lädt es herunter. Müsst nur kurz warten. Wir brauchen wieder mal Forge, wie immer natürlich. Da klicken wir auch auf Download, dann lädt es dies auch herunter. Okay, somit hätten wir dies schon. Dann drücken wir Windows plus R. Da kommt dieses kleine Fenster wieder. Drücken auf OK. Punkt Minecraft. Jetzt tun wir Pixelmon öffnen. Entschuldigung. Und ziehen beide Daten herüber. Okay. Dann öffnen wir Bin. Minecraft Jar-Datei. Mit Winrar öffnen. Auf die Seite schieben. Forge öffnen. Alles kopieren. Und rüberziehen. Okay, solange das extrahiert. Oh, schon fertig. Okay, perfekt. Falls ihr den Meta-Inf-Ordner hier drin noch haben solltet, dann müsst ihr ihn natürlich herauslöschen, wie bei jedem anderen Mod auch. Okay, dann schließen wir dies alles und werden uns dann gleich mal in Minecraft sehen mit dem Pixelmon-Mod. Hallo, liebe YouTube. Hallo nochmal und wir sind jetzt in Minecraft und jetzt zeige ich euch mal, dass der Mod installiert ist. Der Pixelmon Mod steht hier sogar schon drin. Okay, dann gehen wir ins Einzelspieler-Modus. Überleben kreativ, weil ich euch alle Items mal zeigen möchte. Okay, Landschaft wird generiert. Okay, hier gleich am Anfang wird man gefragt, wie in jedem Pokémon-Spiel, welches der vier Pokémon man haben möchte. Ich habe vorhin den Squirtle benutzt. Ich selber kann nicht so gut Englisch sprechen, muss ich leider zugeben. Und ich werde jetzt mal den Bulbasaur nehmen. Ah, okay. Ein Pflanzen-Pokémon. Okay. Da werde ich euch mal erklären, wie man dieses Fenster an der Seite, also wenn man es jetzt offen hat, dann sieht man ja hier ein Fenster, wo sein Name, welches Level und wie viel HP er noch hat und welches Geschlecht, was ziemlich wichtig ist in diesem Spiel. Okay. Dann mit O tut man das öffnen und schließen. Das Pokémon selber kann man mit P wie Pixelmon oder Pi Pokémon rufen. Da fliegt ein Pokéball nach vorne. Und hier ist das Monster. Oder Pokémon, wie ihr es nennen möchtet. Ich nenne ihn mal. Wie nenne ich ihn denn? Shigi. Das war ein anderes Monster. Pokémon. Ich nenne ihn Dani Style. Sag, Dani Style, komm mal mit. Okay. Man kann Dani Style auch natürlich hochleveln, indem man hier rüber geht. Wartet. Hier sind auch noch die Pokébälle. Pokébälle. Heute bin ich ziemlich gut auf Deutsch zu sprechen, muss ich sagen. Der beste Pokéball ist der Premierball. Dann gibt es hier noch die ganzen Orden, die ganzen Tränke. Ich nehme diesen Rare Candy. Dann gibt es hier die Früchte, Steine, Wasserstein, ja. Wasserstein, Feuerstein, Fossil sogar, wow, habe ich noch gar nicht gesehen. Und noch ein paar Früchte, Beeren, Entschuldigung, und XP-Teile. Okay, wenn ich mich nicht irre, kann man das hier reinziehen? Genau, okay. Ja, ziehen wir einfach mal diese. Okay, dann, Downy Style, wo bist du? Guck, guck, ah, da bist du. Okay, dann machen wir Rechtsklick auf ihn und dann leveln wir ihn. Okay, dann mache ich das mal ein bisschen weiter. Wenn er so circa auf Level 50 ist, werde ich wieder einschalten
Und hier kann man auch noch, wenn er hoch genug ist, neue Attacken, Fertigkeiten dazulernen. Ich nehme einfach mal das da. Dass es weg wäre. Okay. Dann einfach auf Escape. Ups, was ist los? Ah, jetzt. Okay, und wieder Rechtsklick. Einfach immer Rechtsklick. Man kann auch da drauf klicken, falls man es nicht haben möchte. Einfach auf Yes. Okay. Bis er Level 50 ist. Also, ciao. Was ich noch sagen muss, ist, wenn er hoch genug ist, dann tut er sich auch verwandeln. Man sieht es nicht genau. Er bleibt einfach kurz mal so als alte Form da. Man sieht ihn nicht mehr richtig, nur noch so ein paar Striche von ihm. Und man muss dann einfach auf P drücken und dann nochmal ihn auswerfen mit dem Pokéball. Und dann sieht er so aus. Der Dani-Style. Okay. Bis dann. Ups. Finger. Und P. Wow. Wow. Okay, hier zurück. Und mein Dalista ist ziemlich angewachsen. Ah, da schaut er schon wieder. Ah, wir fliehen mal zu einer größeren Fläche. Dalista. Ah, da hat er sich angebrochen. Okay. Dalista, komm her. Put, 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 put. Ah, da komme ich halt zu dir. Wenn man nochmal rechtsklicken mit diesem Rare Candy macht, dann, wie ihr bestimmt auch schon erkennen könnt. Ah, Dalista kommt endlich. Okay. Wächst er. Wenn er mal ordentlich stehen bleiben würde, würdet ihr es besser sehen können. Er wächst und wächst und wächst immer weiter. Ich werde euch mal zeigen, was das höchste Level ist. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Ich tippe schon so schnell ich kann. Ich hoffe, das geht nicht allzu hoch. Im echten Pokémon ging es, wenn ich mich nicht irre, bis zu Level 100 circa. Naja, ich habe nie so lange durchgespielt, weil ich einfach die Nerven nicht dazu hatte. Ja, doch, 100. Okay. Oh, ziemlich groß schon. Okay. Jetzt hole ich mir mal einen Pokéball. Und werde aus Spaß mal ein anderes Pokémon, also ein anderes Tier fangen. Oh, da ist er. Wir können ihn auch die ganze Zeit wie Ash Pikachu neben sich laufen lassen. Er portet sich halt hinter einen her. Da hinten steht er noch. Jetzt stelle ich mich mal hierher. Und da ist er. Okay, ich suche mir mein Pokémon. 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 Ah, da. Oh, der ist tot. Was war das jetzt? Hey, du sollst nicht sterben. Hey, du! Da nicht da! Ja, ich tut mal da nicht da rein. Bleib mal hier! Du Idiot! So. Bleibst du da? Ah, daneben geworfen. Jetzt hat. Okay. Man sieht auch, wie der Pokéball arbeitet und dieses Pokémon einfangen möchte. Okay. Und an der Seite sehen wir jetzt, dass wir ein neues Pokémon haben. Mit der Fragezeichen-Taste können wir hoch und runter wechseln. Und kann jetzt mit P dieses Pokémon aufrufen. Okay. Jetzt, weil es natürlich Leben verloren hat, ist ziemlich praktisch, denn jetzt kann ich einen. Wartet kurz. Wo ist es? Dein Ether war es nicht. Elixier auch nicht. Ah, Full Heal. Ihm geben. Wartet kurz. Ups, das war die falsche Taste. Wieso funktioniert das? Ah, hä? Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Wie man ihnen das gibt, das muss ich euch dann noch etwas ausführlicher erklären, weil ich selber weiß es gerade im Moment nicht. Auf jeden Fall, man kann auch natürlich beide Pokémone. Warte kurz mal, ich mache mal hier die Musik aus. Okay. Beide Pokémone draußen haben. Das ist kein Problem. Beide laufen
natürlich hinterher. Es gibt einfach viele verschiedene Pokémon-Arten. Ja, der läuft ja mal geil. Und ich hoffe, euch wird dieser Mod gefallen. Mir selber gefällt er jetzt schon. Ich würde am liebsten gar nicht mehr aufhören, hier zu sprechen und würde einfach weiterspielen. Ganz viele Pokémon. Was ist das? Ah, das sind die Bäume. Ah, Rechtsklick und man bekommt die Bären. Ja, das ist auch cool.